Es fing doch so schön an. Es ist Samstag, eine harte Woche war vorbei. Ich habe 11,5 Stunden geschlafen und als ich meinen ersten Blick morgens aus dem Fenster richtete, erwartete mich eine wunderschöne schneeweiße Winter Wonderland Landschaft. Tja, doch das ging schnell vorüber. Ein faszinierender Tag heute. Gerade eben ist zum Beispiel ist der Akku von meinem Mikrofon leer geworden. Das heißt, wir haben jetzt nur diesen blöden, crappy In-Kamera-Sound. Ich hoffe, dass man mich überhaupt hören kann. Sonst untertitel ich die ganze Chose hier oder dubbe sie ganz schlecht, so wie in den Space Frogs Kochvideos. Gerade jetzt mit dem rauschenden Bach hinter mir wird das bestimmt schwierig mit dem Ton. Naja, rede ich einfach etwas lauter und mache mich noch mehr zum Affen hier draußen. Wobei zum Glück niemand hier ist, das finde ich sehr angenehm, wenn ich solche Vlogs mache. Ja, darüber hinaus. Also ich dachte mir halt, wunderbar, Schnee. Ich mache jetzt ein paar Fotos und dann noch irgendwie einen schönen Schneevlog. Und sehe dann, der Akku in meiner Kamera ist leer. Packe ihn ins Ladegerät und hole den Ersatzakku. Zumindest war das das, was ich wollte, denn ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe eine Stunde lang gesucht. Er ist nirgendwo aufgetaucht. Jetzt habe ich halt für die Zeit ganz bisschen meinen Hauptakku aufgeladen, der jetzt auch nur so auf halber Ladung steht. Also allzu viel Zeit habe ich jetzt auch überhaupt nicht. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich auch schon wusste, dass der Akku vom Mikrofon leer ist. Dann habe ich, ich hatte mir gerade ein neues Batterieladegerät gekauft und habe dann ein paar andere Batterien damit aufgeladen und dachte, juhu, die sind ja jetzt voll, also packe ich die ins Mikro. Nö, Pustekuchen, schalte das Mikro an, Akku stand niedrig. Das war also auch nicht so der Erfolg. Außerdem wird mein Arm gerade lahm und ich habe so ein bisschen Probleme damit, die Kamera noch vernünftig zu halten. Bin ich überhaupt richtig im Fokus? Ja, sollte ich eigentlich sein. Ha, genau. Das hat also auch nicht funktioniert, muss ich also gucken, was mit dem Batterieladegerät jetzt los war, warum es nicht geladen hat. Gut. Ach ja, genau, obendrauf noch bin ich nachts aufgewacht, um 4:30, glaube ich, und war dann auch eine Stunde wach, weil ich einen ziemlich schrecklichen Albtraum hatte und das war mein erster Albtraum seit Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber viele, viele Jahre. So, und wegen dieser ganzen Dinge erkläre ich den heutigen Tag, den 16. Januar 2016 und auch alle kommenden Jahre zum Tag der Ernüchterung. Ganz offiziell. In meinem Handykalender steht es schon drin. Tag der Ernüchterung. Wiederholt sich jedes Jahr. Mal schauen, was der nächste 16. Januar so bringt. Hoffentlich noch mehr Ernüchterung. Dann passt wenigstens wieder mal dieser ausgedachte Feiertag, den ich ins Leben gerufen habe. Neben dem 28. September, der überhaupt gar keinen eigenen Namen hat und auch keinen Nutzen hat, aber nur der 28. September ist. Ein wunderschöner Tag. Ach ja, übrigens, als ich dann gemerkt habe, ich finde den Kameraakku nicht, habe ich auch gesehen, dass das meiste vom Schnee schon wieder weggeschmolzen ist. Herrlich. Gut, hier sieht man jetzt noch relativ viel, was einfach daran liegt, dass hier hauptsächlich Laub und Erdboden ist. Aber so auf den Straßen und Wegen, wo ich eigentlich filmen wollte, weil es da am besten aussah, ist es direkt wieder weggeschmolzen. Ach ja. Tag der Ernüchterung. Ein schöner Feiertag. Oder auch nicht. Nämlich eigentlich genau das Gegenteil davon. Mal schauen, ob es auch einen Tag der Freude oder sowas ähnliches gibt im diesjährigen Jahr. Also das diesjährige Jahr. Ach, wunderschön. Also ich kann nicht nur gut Feiertage finden, ich kann auch gut Wörter erfinden. Aber das weiß man sowieso schon. Allein Nefert, meine Begrüßung, die ich heute übrigens ausgelassen habe. Nefert, liebe Leute. Mein Name ist Tai. Und willkommen zu Tai geht spazieren und raged ein bisschen. Ich hoffe, ihr seid genauso angepisst wie ich, denn dann hat dieser Tag hier seinen Zweck erfüllt. Und dann bis zum nächsten Mal, wo ich mir irgendwie aus Versehen das Bein abhacke. Mit einem Steakmesser.